Gut, das ist besser ein Ton für das. Liebe Weltlerinnen und Weltler, liebe Gäste, mit dem Thema AR 3.0 nehme ich ein Thema auf, das die Appenzeller Zeitung Anfangsjahr aufgenommen hat und dann gemessen am Aufwand ein leider sehr bescheidenes Echo gefunden hat. In diesem Beitrag geht es um auf der einen Seite Strukturen vom Kanton, das heisst Gemeindefinanzen und den Finanzausgleich. Auf das werde ich eingehen und den Versuch unternehmen, nach 1.0 und 2.0 einmal noch bis 3.0 zu zählen. Zuerst möchte ich aber noch, ist mir ein grosses Anliegen noch, auf die Zirkuswoche von der Jugi Wald zurückzukommen. In den letzten ersten Wochen der Sommerferien hat ja die Jugi Wald in der Mehrzweckanlage hier und auf dem Sportplatz mit dem Zirkus Bengalo zusammen eine Erlebniswoche für eine grosse Kinderschar gestaltet. Alle die, die an der Schlussaufführung dabei waren, die haben gesehen, den Stolz von diesen Kindern, die hier ihre Kunststücke vorgeführt haben, aber auch die Freude in den Augen von den Eltern und allen anderen Zuschauern. Das war ein wunderbarer Anlass. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auf zwei Aspekte noch hinweisen. Der eine ist, dass Lucia Züst-Graf bei ihrer abschliessenden Dankesrede eben nicht bloß allen Aufführenden gedankt hat, sondern dass sie auch erwähnenswert gefunden hat, dass die Gemeinde die ganze Anlage, sowohl die MZA wie die Sportanlage, unentgeltlich zur Benutzung zur Verfügung gestellt hat und auch die Hauswarte mitgeholfen haben. Einige von euch wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist in anderen Gemeinden, wo man eben sogenannte Vollkostenrechnungen macht und den Verein und für alles noch irgendeine spezielle Rechnung schickt. Für Wald ist das unkomplizierte und unentgeltliche Nutzen von diesen Gemeindeanlagen selbstverständlich. Als zweites möchte ich einfach all den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bei der Organisation mitgemacht haben, also meinen grössten Respekt zollen. Sie haben während einer Ferienwoche unentgeltlich ein Angebot für die Kinder realisiert. Genau die Haltung, die nicht auf einfach monetären, also Nutzen oder auf Geld ausgerichtet ist, sondern der Beitrag an die Gemeinschaft, in welcher Form auch immer, eben in einer Kommission oder in einem Verein oder im Gemeinderat, als ausreichendes Motiv da ist, um ein lebendiges Dorf eben zu erhalten. An dieser Stelle möchte ich einfach diesen 10 Leuten für die ganze Vorbereitung, Durchführung und natürlich auch fürs Aufräumen ganz herzlich danken. Und ich meine, die würden eigentlich auch von euch noch einen herzlichen Applaus verdienen. Und jetzt starten wir mit der Version AR 1.0. Die ist seit 1749. Seit 1749 besteht unsere Gemeindestruktur und die hat zwar schon ein paar Upgrades erfahren, also es hat ein paar Änderungen gegeben in der Zwischenzeit, aber trotzdem besteht sie noch unvermindert. Und die 20 grossen und kleinen, kinderreichen und kinderarmen, zentralen und peripheren, steuerkräftige und steuerschwache Gemeinden mit je einem Gemeinderat und mit eigenen Steuerfüßen zwischen 3.0 Einheiten und 4.3 Einheiten, die bilden miteinander einen vielgliedrig strukturierten Kanton in einem
vielfältig gestaltete Territorium. Damit so viel Verschiedene miteinander eine Gemeinschaft bilden können, und zwar in einem positiven Sinn, hat der Kanton Appenzell-Ausserrhoden einen Finanzausgleich, auf den man auf eidgenössischer Ebene auch nach dem NFA eigentlich mit Neid muss können drauf schauen können und wo die EU heutzutage eigentlich davon nur träumt, oder? Und der Finanzausgleich ist in meinen Augen sehr einfach. Es sind wenige Kriterien wie Grundausstattung, Steuerkraftausgleich, Anteil Lernende auf 100 Einwohner und noch etwas Soziallasten. Also ist es sehr einfach. Er ist transparent, jeder kann es nachvollziehen. Und was ganz wichtig ist, er ist von den Nehmergemeinden nicht beeinflussbar. Also da kann niemand beschissen, nur damit er ein bisschen mehr Finanzausgleich überkommt. Auf nationaler Ebene beim NFA weiss man, dass dort doch relativ viele Griechen am Tisch gehockt sind, nämlich Kantone, die ihre Bilanzen so ausgerichtet haben, dass es eben einen Haufen Stutz gibt. Und das ist im Moment bei den Geberkantonen nicht sehr erwünscht. Und darum drängen sie auch darauf, dass die Kantone eine einheitliche Rechnungsstellung werden machen. Dem sagt man auch HRM. Ich würde sagen, der Ausserrhoder Finanzausgleich kann im Großen und Ganzen als schlicht, klug und gerecht bezeichnet werden. Und zu allem anderen, zu dieser Version AR1.0 kommt noch, dass das Kantonsmonitoring, das ist eine Firma, die jeweils schauen musste, wie der Kanton seine Regierungsziele einhält, ist eine phänomenal hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit ihren Lebensverhältnissen und den politischen Verhältnissen zum Ausdruck kommen. Also von der Bevölkerung her gibt es keine Notwendigkeit, um grosse neue Würfe zu entwickeln. Die Appenzeller Zeitung, und das finde ich durchaus lobenswert, hat motiviert durch so Strukturwandel wie im Kanton Glarus. Oder? Wobei man noch schauen muss, warum das die Glarner so fortschrittlich waren. Oder? Das ist aus schierer Not herausgeboren, weil viele Gemeinden im Kanton Glarus einfach nicht mehr zusammengekommen sind. Dann hat auch eine Rolle gespielt, so ein Bericht von der Denkfabrik von der Economy Suisse, das ist so eigentlich der Wirtschaftsverband, der heisst Avenir Suisse. Und der hat gerade so grosse Arbeit herausgegeben, wo er gesagt hat, ja, Gemeindeautonomie zwischen Illusion und Realität. Und die schreiben auch, ja, Gemeinden in der Schweiz hätten eigentlich so bessere Quartiervereine und hätten eigentlich sowieso nichts mehr zu sagen und sowieso keine Autonomie mehr. Und auch dazu gekommen ist, dass ein Kantonsrat einen Antrag gemacht hat und der dann aufgenommen worden ist. Und dann hat man eine KPM, das ist so eine universitätsnähe Unternehmung von Bern, dann hat man den Auftrag gegeben, eigentlich die Strukturen vom Kanton zu überprüfen, ja, was da so zu beanstanden gibt oder was da dran gut ist. Und die Appenzeller Zeitung ist jetzt angegangen von sich aus und hat gesagt, unter dem Titel AR 2.0, aus 20 Gemeinden werden 5, hat sie einen Vorschlag unterbreitet und im Zentrum von dem Vorschlag ist eigentlich, dass man aus diesen 20 Gemeinden 5 Gemeinden macht. Es gibt eine Gemeinde Hinterland, eine Gemeinde Herisau, eine Gemeinde Rotbachtal mit Stein dazu, eine Gemeinde Goldachtal, da rund um, ja, um unseren Krater rum da, und dann noch eine Gemeinde Kurzenberg. Die Appenzeller Zeitung war diesbezüglich noch mutig gewesen. Also sie haben gesagt, ja, schöner Grund, da geben wir gerade St. Gallen, oder? Und dafür tun wir Eckersried und Grub St. Gallen gerade mal noch ein bisschen dazu nehmen und Oberegg gerade auch noch. Oder? Also braucht ein bisschen Mut, um so einen Vorschlag zu machen, wenn man die realen politischen Verhältnisse anschaut. Oder? Natürlich haben sie dann auch geschrieben, ja, gerade in diesem Aufwisch könnte man dann gerade auch noch Sekundarschulen und überhaupt Schulwesen gut organisieren. Und der Finanzausgleich wäre nur noch ganz ein bisschen zwischen diesen 5 Gemeinden.
Wie sie das gerechnet haben, ist mir eine Schleierschaft, aber es ist eine Annahme, die sie getroffen haben, oder? Jetzt, obwohl das seitenweise Bericht gewesen sind, haben nur vereinzelte Bürgerinnen und Bürger zu dem Vorschlag überhaupt Stellung genommen. Weil, glaube ich, kaum jemand das Gefühl hat, ja, das wäre jetzt eine wesentliche Verbesserung zum heutigen Zustand. Und wenn man den Aufwand würde anschauen für die ganze Übung und den Ertrag, dann kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, da würde ich im Berg ein Müsli gebären. Und darum ist wahrscheinlich die Version AR 2.0 einfach, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr weiterverfolgt. Ich möchte jetzt einfach in aller Bescheidenheit sagen, wir können das Wald sogar auf 3 zählen, oder? Und darum würde ich jetzt auch den Vorschlag machen, stellt euch mal vor, wir würden die Version machen AR 3.0. Aus 20 Gemeinden werden eine. Wir machen keine halbe Sache. Ich sage jetzt das nicht so ganz im Ernst, gell? Aber einfach zum Nachdenken, was das für Folgen hat, denn, weil das wäre zumindest konsequent. Also wenn wir eine Gemeinde auflösen und nur noch eine Gemeinde machen, würde ein Städtchen entstehen oder eine Gemeinde so in der Größe zwischen Biel und Lugano. Und das haut jetzt auch keiner vom Sockel. Also das ist machbar, oder? Und unser Kanton als eine Gemeinde wäre immer noch kleiner als der Gemeinde, als der Kreis 11 in der Stadt Zürich. Gell? Und da mag keiner sagen, das sei nicht machbar. Also so ein wahnsinniges Gebilde gibt das jetzt nicht. Also administrativ müsste das von einem Computer zu machen sein, oder? Und jetzt könnte man dann sagen, hört, alle Zweckverbände, alle schwierigen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, alles auflösen, alles wunderbar, alles nur einmal geregelt. Riesen Einsparung, oder? Und dann könnte man ja, und jetzt wird es natürlich spannend, als kleine Dreigabe könnte man sagen, den Finanzausgleich brauchen wir auch keinen mehr. Jetzt sind wir ja alle in einer Gemeinde, oder? Und in einer Gemeinde zahlen wir doch alle die gleichen Steuern. Und dürfen alle die gleichen Erwartungen haben. Und jetzt, was heisst das, oder? Das würde dann natürlich heissen, dass einzelne Gemeinden ein bisschen mehr Steuern zahlen müssten, weil dann würden wir alle im Kanton ungefähr 4.0 Steuern zahlen, oder? Also auch die jetzt tiefen würden von 3.0 auf 4.0 laufen. Und wir würden von 4.2 auf 4.0 leben, das wäre ein bisschen weniger schlimm wahrscheinlich. Und was noch wichtig ist natürlich, wenn wir alle eine Gemeinde wären, dann dürften auch alle im Kanton die gleichen Ansprüche haben, oder? Dann würden wir die gleichen Sportanlagen und die gleichen feudalen Gemeindeeinrichtungen und so, wie alle anderen auch. Und das würde dann heissen, dass wir mit dem Steuerfuss von 4.0 das Niveau wahrscheinlich umhalten könnten. Also es müsste mit den Steuern noch aufgehen, oder? Also, die kurze Exploration, also sagen wir mal einfach, das Ausdehnen von dem Gedanken zeigt eigentlich, dass die Version AR 2.0, so wie es die Appenzeller Zeitung vorschreibt, und auch meine Version von AR 3.0, vor allem die finanzstarken Gemeinden unwahrscheinlich hart würde treffen, vielleicht sogar ins Mark treffen, oder? Weil, also wenn die Tiefe die Steuern mal von 3.0 auf 4.0 aufentun, dann gibt es ein bisschen Bewegung im Dorf. Und wahrscheinlich heisst denn das, dass die Steuererträge auch ein bisschen anders würden aussehen. Also ihr seht, wenn wir zurückkommen, dass die Version, die wir jetzt haben, die Version AR 1.0, durch das besticht. Also die finde ich super, weil sie auf der einen Seite den steuermässig starken Gemeinden mit tiefen Steuerfüssen erlaubt, trotz der Einzahlungen im Finanzausgleich selber sehr viel Geld können auszugeben für ihre kommunalen Angelegenheiten, oder? Auf der anderen Seite sind die steuermässig schwachen Gemeinden, wo wir auch dazugehören und so, wir zahlen für unsere relative Eigenständigkeit und Autonomie
damit dass wir mit unseren Ansprüchen ein bisschen bescheidener sind, oder? Also wir müssen alles ein bisschen billiger und ein bisschen einfacher haben. Und dann mögen wir durch mit dem Finanzausgleich. Also wir können keine grossen Sprünge machen, so wie andere Gemeinden in unserem Kanton. Aber dafür können wir noch über gewisse Sachen selber entscheiden und können die selber festlegen. Also wir zahlen den Preis, dass wir ein bisschen weniger Ansprüche haben und dafür aber noch können selber entscheiden. Klar ist, dass die Strukturen im Kanton und in den Gemeinden immer wieder kritisch überprüft werden müssen. In unserer Gemeinde haben wir in den letzten Jahren die Strukturen kontinuierlich und in kleinen Schritten angepasst. Ich sage ein paar Beispiele. Die Wahl vom Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin durch den Gemeinderat statt durch das Volk ist eine strukturelle Veränderung, die wir schon vor Jahren durchgeführt haben. Dann ist euch allen bekannt, dass wir als erste Gemeinde Stimm- und Wahlrecht für ausländische Staatsangehörige, die schon 10 Jahre in der Schweiz sind und 5 Jahre im Kanton Appenzell-Ausserrhoden eingeführt haben. Dann haben wir als erste und einzige Gemeinde die Schulkommissionen abgeschafft, nachdem die Schulleitungen eingeführt worden sind, weil wir gesagt haben, also wenn wir eine Gesetzgebung haben, die so viel vorschreibt, und dann kommt noch der Gemeinderat, der noch etwas zu bestimmen hat, und dann kommt noch die Schulkommission, die etwas zu bestimmen hat, und dann kommt noch die Schulleitung, die etwas zu bestimmen hat, und dann sollten die Lehrer noch möglichst grösse Bereiche, die sie selber können bestimmen, haben wir gesagt, also wenn wir die Schulleitungen einführen, dann nehmen wir eine Ebene raus von dem Ganzen und haben dann die Schulkommission abgeschafft. Finde ich kantonsweit als eine von den Strukturwandel, wo andere einfach schlicht nicht gewagt haben zu machen, aber wir dafür jetzt halt relativ kurze Wege haben und natürlich ist das alles nicht nur von Vorteil, aber die Einführung von der Schulkommission, von der Schulleitungen, die haben wir ja nicht selber erfunden, sondern die ist uns gesetzlich aufgezwungen worden. Dann haben wir auch einen ganzen Haufen kleinere Kommissionen zusammengelegt und haben eine technische Kommission gemacht, die jetzt für ganz viele Bereiche zuständig ist. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, dass wir auch für alle Gemeindesangestellten über das ganze Gemeindegebiet eine ganz klare personelle Struktur geleitet haben und auch im Gemeinderat jetzt ein Ressort haben, Personalwesen, wo jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Gemeinde genau weiss, wer seine Vorgesetzte ist, bis hin zum Gemeinderat. Also von außen betrachtet erscheinen natürlich verständlicherweise die Prozesse nicht als besonders spektakulär und da schreibt Appenzeller Zeitung kaum eine Zeile drüber, oder? Aber wenn wir es von innen anschauen, ist es halt gleich Ausdruck davon, von der Lebendigkeit von unserer Gemeinde und von der Bereitschaft, uns immer wieder auf neue Herausforderungen auch anzupassen und unsere Strukturen zu überarbeiten. Jetzt möchte ich noch ein bisschen umschauen, wie es am 1. August ja so Brauch ist und muss sagen, im weltweiten Kontext, oder, wenn wir auf die ganze Welt schauen, ist eigentlich außer der EU, die noch in der Geburtswehen ist und so, mir kaum ein Beispiel bekannt, wo staatliche Organisationen fusionieren, oder? Ganz im Gegenteil. Also, die Sowjetunion ist in vielen Teilstaaten auseinandergefallen. Jugoslawien ist auseinandergefallen. Die Slowaken und Tschechen haben gesagt, komm, wir machen lieber wieder allein, wir wollen nicht mehr miteinander weitermachen. Und jetzt zähle ich nur ein paar auf, oder? Wenn ihr von den Schotten über die Basken zu den Flamen und den Kurden und den Korsen geht, seht ihr weltweit, das sind jetzt nur die so ein bisschen in der Nähe sind, gell? Weltweit Luther, Gemeinschaften, entweder Völker oder territoriale Gemeinschaften, die endlich wieder alleine bestimmen über die Sachen, die sie angehen und nicht mehr irgendwo von einer entfernten Zentralen aus regiert und administriert werden. Die beiden Bewegungen, oder? Also Fusionen und Sezessionen, also das Miteinandergehen und Auseinandergehen, sind zwei gegenläufige Bewegungen, wo offensichtlich es nicht einfach immer richtig ist, wenn man zusammen tut oder wenn man auseinandergeht, sondern
es kommt immer darauf an, was die betroffenen Leute eigentlich wollen. Und wenn die Leute zusammengehen wollen, dann sollen sie zusammengehen. Und wenn die Leute das Gefühl haben, es ist besser, wir gehen auseinander, dann sollen sie doch wieder auseinandergehen. Aber das gilt es einfach, dieser Fusionitis ein bisschen entgegenzuhalten, dass eigentlich das Zusammenschliessen in der heutigen Zeit eher ein bisschen eine schräge Nummer ist oder von Leuten, die nie Zeitung lesen, immer noch so vertreten werden. Selbst bei grossen Firmen sieht man, dass die wieder zerlegt werden, weil allzu gross eben ungesund ist und dann am Schluss auch bei den Banken zu too big to fail wird. Und das gilt es ja auch zu verhindern. Entscheidend ist wahrscheinlich für diesen Prozess nicht die Grösse von einer so sozialen Gemeinschaft. Und ich meine auch nicht die finanzielle Kompetenz, sondern es ist der Wille von diesen Einzelpersonen oder Gemeinschaften, ob sie bereit sind, für ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Autonomie auch zu kämpfen. Und wenn sie diesen Wille nicht mehr haben, wenn sie nicht mehr mögen, selber bestimmen und für sich selber schauen, dann wird es Zeit, denn, dass man sich in einem grösseren Verband aufheben lässt und halt noch zum Quartierverein wird, oder? Wenn es denn so weit ist und bald der Wille nicht mehr da ist, die Eigenständigkeit zu behaupten, dann steht nichts entgegen, dass man sagt, ja gut, dann geben wir die Autonomie auf. Und jetzt lade ich euch noch zu einer kleinen Gedankenspielerei ein. Wenn man nämlich jetzt überlegt, hat Wald mit seinen 800 Einwohnern in einem Kanton mit 253.000 Einwohnern noch eine Existenzberechtigung mit seinen 1,5% Einwohnerschaft im Appenzell Ausserrhoden, oder? Dann ist natürlich die Frage noch viel berechtigter. Was soll denn so ein Kanton wie Appenzell Ausserrhoden in der Schweiz, oder? Es hat noch 0,7% von der Einwohnerschaft. Also wenn Wald nicht zu rechtfertigen ist, dann kannst du Appenzell Ausserrhoden gleich vergessen. Und dann kannst du gerade noch weiterdenken und sagen, ja, so Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern in Europa, mit weit über 500 Millionen Einwohnern, was wollen denn die Zwirbel da noch allein funktionieren? Also ihr seht nur, wenn man überlegt, dann geht das so kaskadenartig über verschiedene Ebenen. Die Logik ist aber immer die gleiche, oder? Und wenn man da nicht aufpasst und nicht schaut, dann denke ich, kommen wir an Örtchen hin, wo man vielleicht gar nicht wettet hinkommen. Und nicht zur grossen Überraschung komme ich natürlich jetzt noch zu einer aktuellen Frage, die die Weltlerinnen und Weltler beschäftigen, weil es darum geht, ob wir jetzt sollen den Teil von unserer Gemeindeautonomie und unsere Finanzpolitik aufgeht zugunsten von dem neuen Finanzhaushaltsgesetz, das im Kantonsrat schon durch ist und im Moment Referendumsfrist läuft. Bekanntlich sind Meinungen darüber, ob man sich jetzt hier wehren soll oder nicht, im Gemeinderat diametral auseinandergegangen. Und das ist nicht, weil wir Lämpen haben miteinander oder nicht reden miteinander, sondern das ist, weil es in der Ratsstube hinein grausam schwierig ist, zum herauszufinden, was könnte denn jetzt der Wille vom Volk sein, oder? Und es ist halt das Wald, wie übrigens in anderen Gemeinden auch so. In Wald hörst du mit Sicherheit etwas, wenn du einen Fehler machst oder wenn etwas schief geht. Dann hörst du es, oder? Dann musst du nicht fragen. Aber wenn es gut läuft, oder? Dann hörst du natürlich mehr oder weniger nichts. Oder hier und da mal noch beim Posten, dass jemand eine Bemerkung macht, wo einen dem freut. Aber dieser Umstand hat dazu geführt, dass begrifflicherweise natürlich verschiedene Gemeinderätinnen und Gemeinderäte das Gefühl haben, jo, ich denke, die Weltler Bevölkerung, die will sich nicht exponieren und will jetzt da nicht um die Autonomie kämpfen oder zumindest darum, dass es noch eine Abstimmung gibt. Jetzt in der Zwischenzeit denke ich, dass es doch Zeichen gibt, dass Wald bereit ist, mindestens so viel dafür zu kämpfen, dass man unterschreibt, dass man sagt, wir wollen wenigstens eine Abstimmung. Und dann wollen wir noch einmal hören, was sind denn da die Vor- und Nachteile. Und wenn sie mich dann überzeugen, stimme ich dann auch ja, oder? Und hoffen alle anderen, die sie überzeugen, auch. Aber
in der heutigen Zeit, oder, ein Finanzhaushaltsgesetz am Volk vorbei in Kraft treten, wenn wir schauen, was weltweit im Finanzbereich läuft, finde ich geradezu fahrlässig, oder? Also wenn wir jetzt umschauen, gell, HRM 2 und das Finanzhaushaltsgesetz beruht auf einer Finanzphilosophie vor 2007 und 2006. Und jetzt, liebe Leute, seit 2007 haben wir eine Hypothekarkrise gehabt, wir haben eine Bankenkrise gehabt, wir haben eine Finanzkrise gehabt, wir haben eine Schuldenkrise gehabt. Also eine Krise nach der anderen und eine Grossbank müssen vom Staat gerettet werden, oder? Und die sagen jetzt, ja, wir verstehen seit 150 Jahren unser Handwerk, oder? Sage ich, ja, das Handwerk will ich auch verstehen. Jeder Handwerker und jeder Bauer, der so gewirtschaftet hat wie die, wäre heute Konkurs und fertig, aus und amen, oder? Also von finanzielles Handwerk verstehen, wenn wir nicht die Banken fragen, oder? Und auch nicht die Finanzdienstleister. Sondern da fragen wir lieber eine Hausfrau oder ein Handwerker, wie wirtschaften geht und was noch wert sind und was eben kein Wert sind, oder? Und jetzt komme ich noch dazu, um einfach noch eine Übersetzungshilfe zu leisten, gell? Also in der heutigen Zeit, wenn ihr leset, sind mindestens drei Forderungen von allen, die jetzt gross wieder schwätzen, im Vordergrund. Die sagen alle, liebe Griechen, liebe Portugiesen, liebe Franzosen, Italiener, was weiß ich was, schaut, dass ihr einen ausgeglichenen Haushalt habt, oder? Wir haben das seit 12 Jahren. Könnt ihr mal schauen, wie es im Kanton aussieht und auch in den nächsten paar Jahren, obwohl wir keine Krise haben. Das Zweite, was jeder sagt, liebe Leute, schaut, dass ihr genug Eigenkapital habt. Weil wenn es eng wird, müsst ihr Eigenkapital haben, wo ihr könnt Löhne zahlen und Rechnungen zahlen. Wir, jetzt bei uns in der Gemeinde, wir sind so weit, dass wir eigentlich mit, natürlich mit dem Finanzausgleich, aber unsere Rechnungen alles können zahlen können. Und wir haben keine grossen Verpflichtungen den Kreditgeber gegenüber. Also ich muss euch vorstellen, im Jahr 2011 hat die Gemeinde Wald, die ganze, also die Gemeinde, im ganzen Jahr den Banken nicht 5'000 Stutz Zinsen gezahlt. Nicht 5'000 Stutz Zinsen, oder? Alles andere haben wir gerade können zahlen mit den Steuereinnahmen und mit dem Finanzausgleich. Also jeder Franken, der reingekommen ist, haben wir gebraucht, um Rechnungen zu zahlen, Löhne zu zahlen und natürlich auch für den Schuldenabbau, oder? Ihr habt Gemeinden ganz in der Nähe von uns, wo ihr seht, da gehen hunderttausende Franken Steuereinnahmen rein und hinein gerade mal zu der Bank, oder? Und mit dem Rest probieren sie dann noch ihre Aufgaben zu lösen. Also das ist das Zweite. Das Erste ist ausgeglichene Rechnung. Und das Zweite ist möglichst gutes Eigenkapital. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt. Der dritte Punkt, haben immer die Banken gesagt, ja, wir haben schon Eigenkapital, wir haben schon Eigenkapital. Und dann hätten sie zahlen sollen und dann haben sie gesehen, oh, das ist alles, das sind alles Werte, die man gar nicht realisieren kann, sagt man dem, oder? Das ist Ramsch. Also Ramsch sagt man dem Wert in der Bilanz, wo man zwar in der Bilanz stehen hat, aber wenn du einen Lohn zahlen oder eine Rechnung begleichen oder einen Kreditzug zahlen, musst du sagen, oh, Entschuldigung, können Sie 2 Meter Strasse nehmen oder 13 Meter Abwasserleitung oder ein bisschen Friedhof oder ein bisschen Kilo oder ein bisschen Schützenstand oder die Aufstockung doch auch einen mitnehmen für eine halbe Million, oder? Also das sind, bei uns sagt man dem Verwaltungsvermögen, aber ihr müsst unsere Rechnung lesen, so dass ihr sagt, Verwaltungsvermögen ist gleichbedeutend mit Ramsch. Genau gleich definiert, unser Verwaltungsvermögen hat einen hohen Wert, einen Gebrauchswert. Wir brauchen doch unsere Leitungen und unsere Schulhäuser. Hat einen hohen Gebrauchswert, aber wenn du da damit willst, etwas zahlen oder musst Zinsen zahlen oder Löhne oder Rechnungen, kannst du das nicht einlösen. Und wir, gell, vor der Finanzkrise, seit 12 Jahren, reduzieren wir unser Verwaltungsvermögen mit aller Kraft. Oder? Und wir haben jetzt irgendwann etwas auf der NZ da zum Abschreiben. Aber die Abschreibungen, die wir hier tätigen, die tätigen wir mit links, oder? Kein Problem. Schaut die umliegenden Gemeinden, wenn die fertig bringen, die 8% Abschreibungen anzubringen, oder?
dann müsst ihr schon an Steuererhöhungen umdenken oder müsst ihr reduzieren auf 6%, oder? Als, ich sage das einfach nochmal, aber ich habe schon gesagt, wie für mich immer eine humoristische Einlage ist, wir kommen jedes Jahr von der Finanzaufsicht vom Kanton ein Schreiben über. Und dort hinein sagen sie, liebe Weltler, ihr weiset 400'000 Stutz Eigenkapital aus. Aber ihr hättet 4 Millionen, steht dort. Wenn wir nur immer 8% abgeschrieben hätten, hätten wir jetzt 4 Millionen Eigenkapital in der Bilanz. Dann sage ich, wir kommen mir mal zeigen, wo die 4 Millionen sind, oder? Also, ich möchte die mal sehen, oder? Dann sage ich, jo, wir haben da eine Wasserleitung und da Wasser. Dann sage ich, ja, schön, oder? Das wollen wir doch nicht, das sind keine realisierbaren Werte, oder? Also, das sind so Merkmale, wo ich sage, da sollte man aus der weltweiten Entwicklung etwas lernen, dass man schauen muss, ausgleichende Rechnung, ein gesundes, realisierbares Eigenkapital und möglichst wenig Verwaltungsvermögen oder Ramsch in die Bilanzen. Und dann sind wir so aufgestellt, dass es ruhig kann, kriseln kann, da können wir dann irgendwie auch noch mögen durch, oder? Und ich muss schon sagen, mir macht das ein bisschen Angst im Kanton Appenzell Ausserrhoden, jetzt haben wir gute Zeiten. Lauter Defizit budgetieren über Jahre raus, oder? Das ist das eine. Ein Regierungsrat, der zuständig ist, und sagt, Gemeinden haben zu viel Eigenkapital und er baut das Eigenkapital ab, jedes Jahr zum Defizit garantieren. Und mit was macht das? Mit Wert, wo man in die Bilanz hineinschreibt, genauso Ramschwert, dass man jetzt noch die Strassen wieder aufwertet und alles im Kanton Appenzell Ausserrhoden und mit diesen Aufwertungsgewinnen geht, reale Defizite decken. Das macht mir Angst und ich kann das nicht verstehen im Jahr 2012. Also zwischen 2007 und 2012 hat man 5 Jahre Zeit gehabt, um ein bisschen nachdenken und überlegen und seine Sachen in Ordnung bringen. Und das, was jetzt abgelaufen ist, muss ich sagen, sage ich nicht zum ersten Mal und schreibe ich auch nicht zum ersten Mal. Aber finde ich einfach, dass du mich persönlich so betroffen machen, dass ich alles gegeben habe in der Zwischenzeit, um zu schauen, dass das Referendum zustande kommt. Und wenn es dann noch einen Abstimmungskampf gibt, dann sagen die einen, was gut ist, die anderen, was schlecht ist. Dann kann die Bevölkerung aber auch sich damit auseinandersetzen. Und am Schluss kann dann jedes Jahr und ein Nein reinwerfen in die Urne. Und wenn es dann halt ein Ja gibt, dann ist es ein Ja, dann ist es der Wille des Volkes. Und dann wird das auch akzeptiert. He? Gut. Und jetzt will ich abschließend habe ich noch einfach die Aussage, das Bedürfnis gell, nach Selbstbestimmung und Autonomie von den Bürgern und auch von den Gemeinden und Kantonen in der Entstehung von der Schweiz oder von der Eidgenossenschaft eine riesengroße Rolle gespielt hat. Und da sind wir ja stolz drauf. Und als Fazit würde ich euch sagen, sterbet Gemeinden in der Schweiz, dann wird auch die Schweiz, so wie sie jetzt ist, zugrunde gehen. Und wenn es uns gelingt, unsere Gemeinden am Leben zu erhalten, dann glaube ich, dass auch die Schweiz leben wird und überleben wird. Ich danke euch für euer Zuhören und wünsche euch einen schönen Abend in einer gemütlichen Stimmung. Danke vielmals. Herzlichen Dank. He. Es lohnt sich. Also für das nächste Jahr ist sicher noch jemand gesucht. Da. Ihr seht, es liegt etwas drin. Gut gemacht. Schön. Ja. Ja.